Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Weekly-Vlog. Weekly-Vlog Nummer 21. Ich bin jetzt im Stall. Heute ist Montag und wir haben 6.18 Uhr. Denn ich wollte heute den Foxy und den Johnny reiten und das bevor möglichst... Oh Gott, das macht meine Haare hier. Bevor die Bremsen rauskommen. Die sind jetzt gerade schon auf die Wiese gelassen worden, die Pferdchen. Und ich werde jetzt einmal kurz Hallo sagen. Dann misten, weil die ja heute Nacht unten standen, ist hier als voll geäppelt. Und dann werde ich mir, glaube ich, ein paar Kleinigkeiten an Stacken aufbauen. Und dann erst den Foxy reiten und den Johnny. Und dann kommt nachher die Kathi vorbei, denn wir müssen noch ein Video zusammenschneiden, nämlich das Westernreiter-Klischee-Video. Das wird, glaube ich, richtig lustig, damit ihr das auch endlich zu Gesicht bekommt. Also quatsche ich jetzt nicht weiter, sondern leg mal direkt los. Oh, ist das schön morgens früh im Stall. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Hi. Guten Morgen, Bea. Guten Morgen. Hi. Guten Morgen, Johnny. Guten Morgen. Ja? Süßen Mäuse. Guten Morgen, es ist Dienstag. Ich habe gestern irgendwie nicht wirklich weiter gefilmt. Irgendwie habe ich es verpeilt. Es ist jetzt auch wieder früh morgens. Wir haben jetzt wieder kurz nach 6. Und ich bin im Stall. Ich hole mir jetzt den Foxy. Und dann wollen wir ein bisschen an nochmal, ich glaube, nochmal so allgemeine Gymnastik und Galoppwechseln arbeiten. Ja, ich glaube, der Tier jetzt zum Impfen. Ich stelle ihn da ab. Ich nehme mir nämlich Gummistiefel an, weil die Wiese noch ziemlich nass ist und ich keine Lust habe auf nasse Füße. Auf jeden Fall kommt dann der Tier jetzt zum Impfen zum Foxy. Deswegen wollte ich ihn vorher reiten und den Johnny auch. Der Bär wird heute wieder von der Lisa gemacht. Den reite ich vielleicht morgen mal ein bisschen. Ja. Und mich geht es jetzt erstmal hoch auf die Wiese. Hallöchen. Ich glaube, ich kann euch heute Abend mal ein bisschen die Wiese weiterstecken. Ne? Morgen, Bärchen. Schwupp. Fein. Guten Morgen, Johnny. Schwupp. Foxy? Foxy? Komm mal hier. Hi. Schwupp. Foxy ist noch ganz verschlafen. Aber ist doch jetzt besser, was zu machen. Dann ist es noch nicht so viel. Ja. So, wir haben jetzt etwas später als der Zeitpunkt, wo ich mich bei euch das letzte Mal gemeldet habe. Wir haben jetzt 11 Uhr. Das heißt, ich bin schon mittlerweile seit 4 Stunden hier. Ich bin den Foxy geritten und den Johnny geritten und die waren beide echt ganz gut. Ich habe beim Foxy nochmal viel Gymnastik gemacht und dann am Ende nochmal auf jeder Hand einen Wechsel geritten. Das hat er ganz gut gemacht, nur der weiß ganz genau, wenn ich ihn, je nachdem wie ich ihn vorbereite aufs Wechseln und dann die Gerte noch dazu nehme, dann war der schon richtig motiviert und hat richtig angezogen im Galopp. Aber dann waren die Wechsel halt auch besser. Ja, ich habe jetzt hier eine Stunde Chemie gelernt. Wunderschön, total toll. Und warte jetzt immer noch auf den Tierarzt. Die rufen nämlich an und sagen dann Bescheid, wann sie kommen. Eigentlich
bin ich dann zu Hause und die rufen dann an und dann kann ich in den Stall fahren. Aber da ich ja eh hier bin und mein Lernzeug extra mitgenommen habe, muss ich nicht hin und her fahren. Und ja, ich mache jetzt mal 5 Minuten Pause und dann geht's weiter. Denn ich muss ja noch eine Klausur für mein Studium schreiben und dann kann ich mit meiner Bachelorarbeit anfangen. Und dann bin ich endlich fertig. Aber jetzt gehe ich noch mal kurz zu den Jungs in den Stall. Die sind nämlich jetzt hier unten. Habe ich nämlich reingeholt, weil die ja die ganze Nacht draußen waren, damit sie nicht zu viel fressen. Die stehen jetzt hier drin, also tagsüber drin. Dann sind die auch nicht so genervt von den Fliegen. Heute ist eigentlich relativ bedeckt, aber irgendwie ist es trotzdem ziemlich warm und drückend. Ja, deswegen stehen wir jetzt im Stall und wir statten den Herren mal einen Besuch ab. Oh, hier ist ja schon wieder alles vollgekackt. Oh, die Johnny macht Haya. Du passt auf ihn auf. Ja, ihr passt auf den Johnny auf. Da, der Johnny macht Haya. Ja, Foxy passt auf ihn auf. Ach, Jungs. Ich setze mich mal zu euch. Hallo. Hallo. Johnny, du machst das richtig. Ich würde auch gern schlafen. Aber ich muss ein bisschen Chemie lernen. Du nicht. Was tust du da? Hallo. Hörst du bitte auf damit? Oh, sind die Fliegen am Ärgern? Die Fliegen sind am Ärgern. Foxy, du bist auch so eine Riesenfliege, ne? Da. Oh, ich könnte mich jetzt eigentlich auch... Foxy, immer auf. Ich könnte mich jetzt eigentlich auch schön zu euch legen hier. Was tust du da? Aber ich muss lernen. Wenn du mich beißt, gibt es Ärger. Hm? Ach, Johnny Boy. Nicht die Kamera essen, Foxy. Nein. Oh, es fällt um. Es fällt um. Foxy, jetzt hör mal auf. Oh, es ist umgefallen. Ups. So. Will ich euch jetzt mal nicht weiter stören. Also dem Johnny ist es völlig egal, ob ich hier neben sitze oder nicht. Der kann trotzdem schlafen. Hallo. Ist ja anstrengend heute die Arbeit, ne? Wiederum schläft da. Nick trägt mit seinen Beinen vor Foxys Hufen. Auch am Chillen. Ja, ich hab am Chillen. So, ich gehe jetzt weiter lernen. Foxy, ich muss lernen gehen. Ja. So. Auf geht's. So, der Tierarzt war gerade da. Foxy ist geimpft worden. Beethoven ist nochmal abgehört worden. Und hat einen Tropfen für die Augen gekriegt. Also es ist wohl keine Bindehautentzündung, sondern einfach irgendwie eine Reizung durch die Fliegen. Haben jetzt einfach irgendeine fliegende Augentropfen bekommen. Und für die Lunge hat er... Oh, es ist dunkel. Hat er jetzt auch noch was, ein pflegendes Mittel bekommen, weil die ist zwar ganz gut, die Lunge, also dafür, dass so viel momentan durch die Gegend fliegt, aber er ist halt ein bisschen, der Tierarzt hat es eng genannt in der Lunge und um das da noch Erleichterung zu schaffen, kriegt er jetzt noch ein kleines Mittelchen. Ja, aber im Grunde war der sehr zufrieden mit der Lunge von Beethoven. Foxy ist ja sowieso fit, der hat die Spritze bekommen, seine Impfung. Und das war alles ohne Probleme. Ich räume jetzt hier zusammen, wie ihr gesehen habt, und fahre dann nach Hause und lege mich mal ein bisschen aufs Ohr. Ich habe jetzt insgesamt schon 1,5 Stunden für Chemie gelernt, dann werde ich nachher nochmal 1,5 Stunden lernen.
Und dann muss ich ein bisschen Haushalt machen, aufräumen, etc. Noch die Schildkröten von meiner Mama füttern. Ja, und die Molche von meiner Mama füttern. Und der Foxy denkt, weil er so brav war beim Impfen, gibt's jetzt noch was. Gibt's jetzt auch gleich. Aber dann musst du mit in den Stall kommen. Hierchen. So, kriegt erstmal der Johnny. Ich misse dann gleich hier nochmal durch. Heute Abend, wenn ich wiederkomme. Schwupp. Schwupp. Bis nachher. Bis nachher. Und der Bärch kriegt auch noch einen. Ich finde hier jetzt immer doof. Aber er hat es gut gemeistert. Hast du gut gemeistert. So. Jetzt geht's nach Hause. Guten Morgen. Es ist Freitag. Und da ist der Foxy. Der Foxy hat jetzt die letzten 2 Tage frei, weil er geimpft wurde. Ja. Wir gehen gleich auf den Platz und longieren ein bisschen. Aber natürlich wird erstmal ordentlich geputzt. Und ein bisschen Wellness gemacht. Und dann schnappe ich mir noch den Johnny und den wollte ich was longieren. Ja, aber erstmal der Foxy. Der war nämlich die letzten Tage schon etwas verwirrt, dass er nichts machen musste. Ich habe dann die anderen 2 gemacht und er kam dann immer so, hallo, ich möchte auch was tun. Obwohl ich ihn auch geputzt und gefüttert und bekümmert habe und so weiter und so fort. Ja, fand er dann doch komisch. Obwohl, wenn er was tun soll, ist er eher faul. Aber jetzt so gar nichts, fand er auch komisch. Ja. Ich guck mal, ob ich euch was filmen kann, weil noch eine Miteinstellerin auf dem Platz ist. Ich weiß nicht, ob das so gut geht. Aber wir schauen mal. Jetzt wird erstmal weiter geputzt. Satz mit X, das war wohl nix. Foxy und ich waren gerade 14 Minuten auf dem Platz. Und dann wollte ich noch eine kleine Runde spazieren gehen. Habe ihn extra gut eingepackt. Aber die Bremsen waren so eklig und so nervig. Deswegen habe ich mich wieder entschieden, zurückzugehen. Vor allem fing es jetzt an zu donnern. Und bei Gewitter muss ich nun wirklich nicht mit dem Pferd unterwegs sein. Deswegen hat er jetzt Feierabend. Wir machen jetzt die Hufe sauber. Und dann darf er auf den Paddock. Dann gibt es gleich was zu essen. Was tut es da? Juckt die Unterlippe da? Ja. Vorsichtig. Es scheint zu jucken. Na, willst du dich mal wälzen? Was hältst du von Wälzen? Na komm. Foxy. Komm. Foxy. Mäuschen. Na gut, wolltest du eben noch wälzen? Komm. Wolltest du dich wälzen? Jetzt nicht mehr. Naja, ich gehe jetzt mal die Stangen wegräumen. Und dann gucken wir mal, ob der Herr sich noch wälzen will oder nicht. So, Herr Foxy. Letzte Möglichkeit, sich zu wälzen. Möchtest du nicht? Das ist zu anstrengend. Na, dann gehen wir runter. Eigentlich wollte ich ja den Johnny was longieren. Aber ich habe vergessen, dass seine Mittagsschlafzeit ist. Gestern musste er schon aufstehen, um was zu tun. Deswegen darf er heute liegen bleiben. Machen wir heute Abend noch was, ja? Okay? So, jetzt bekommt der Beethoven noch seine Augentropfen. Guten Morgen, es ist Samstag und ich bin im Stall. Und da oben sind die Jungen. Guten Morgen. Es ist noch total neblig. Guten Morgen. Ja? Hallo Foxy. Wollen wir gleich was tun? Ja? Ja? Wollen wir was tun? Guten Morgen, Bärchen.
Hallo. Hallo Bärchen. So, dann werde ich mir jetzt gleich den Foxy schnappen. Und dann geht es ein bisschen auf den Platz. Solange es noch schön kühl ist und noch keine Bremsen da sind, machen wir vielleicht ein bisschen Stangenarbeit. Mal gucken, wozu wir gleich Lust haben. Ich bin jetzt mit dem Foxy auf dem Platz und ich baue mir jetzt ein paar Stangen auf. Und dann sind wir fleißig. Yay, im Foxy ist noch zu früh. Sachen sind aufgebaut, Galoppstangen auf gebogener Linie, drei Trabstangen mit einfachem Abstand und die Motivation von Foxy, da arbeiten wir noch dran. Ja, gefunden. Patsch. Foxy und ich sind jetzt durch. Und das war gar nicht mal so schlecht. Also Stangen macht er eh immer super eigentlich. Heute hat so ein bisschen die Lenkung links rum ein bisschen gehakt. Da hat er sich so ein bisschen festgemacht und nicht ganz gut ums innere Bein gestellt auf der linken Hand. Sowohl im Trab als auch im Galopp. Da haben wir dran gearbeitet. Und ja, der ist ja jetzt, ich bin ihn jetzt das erste Mal geritten nach seiner kurzen Pause wegen der Impfung. Gestern habe ich ihn was longiert und dafür war das schon echt gut. Bin zufrieden. Jetzt hole ich mir den Johnny zum Reiten. Na, Herr Johnny, wie sieht's mit der Arbeitsmotivation aus? Gut? Ja? Können wir was tun? Sehr gut, dann kommst du mit. Hab ich gerade noch geschlafen. Da ist der Bär. Okay, Arbeitsmotivation sieht doch schlecht aus.